Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, anhand des Sommerinterviews mit Armin Laschet beim ZDF die trickreiche Strategie der Öffentlich-Rechtlichen aufzuzeigen, die diese momentan beständig anwenden. Es ist so, dass sehr viele Zuschauer und auch sehr viele Leute bei der AfD sich nicht vorstellen können, wie stark die Öffentlich-Rechtlichen die Leute manipulieren können, wie stark die Wirkung ist und dass es nicht Zufall ist, dass 75% der Leute sich nicht mehr vorstellen können, AfD zu wählen. Deshalb ist das ganz ernst zu nehmen. Und um die Öffentlich-Rechtlichen und um die Medien angreifen zu können, muss man überhaupt erstmal wissen, was sie machen. Oft geht Kritik ins Leere oder im Gegenteil ist sie kontraproduktiv. Wenn man beispielsweise behauptet, die Medien, nie kritisieren sie die Grünen. Immer nur wird die AfD kritisiert. Das ist die Lügenpresse. Mit so Vorwürfen tut man den Medien einen Gefallen, weil sie können sagen, das stimmt doch gar nicht. Wir kritisieren doch die Grünen. Wir kritisieren die CDU. Wir sind neutral, wir sind ausgewogen. Wir erfüllen unseren Programmauftrag. Du bist ein Spinner. Du redest blödes Zeug. Du bist nicht ernst zu nehmen. Du bist einfach ein Populist. Du bist der Abschaum der Gesellschaft. So ungefähr. Die AfDler und auch Leute von anderen Gruppierungen, sie schaffen es nicht, die Medien zu stellen bisher. Sie trauen sich noch nicht einmal, die Medien anzugreifen, weil sie gar nicht benennen können, was die Medien eigentlich machen. Und das liegt meistens daran, dass sie sich nicht genug damit auseinandersetzen, mit welchen Methoden die Medien genau arbeiten. Die sind nämlich sehr ausgefeilt. Im Folgenden einige Ausschnitte aus dem Sommerinterview. Ihr könnt ja schon versuchen zu erraten, was ich danach sagen will. Gerade rechtzeitig zu unserem Gespräch hat Ihr Lieblingsministerpräsident, der aus Bayern gestichelt, ins Kanzleramt komme man nicht im Schlafwagen. Haben Sie nicht manchmal einfach die Faxen dicke? Nö, da hat er ja recht. Als Angela Merkel Sie hier besucht hat, hier in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, wurde sie natürlich gefragt, ob sie sich Armin Laschet im Kanzleramt vorstellen könnte. Ihre Antwort war, er hat viele Qualifikationen. Viele Qualifikationen heißt natürlich auch nicht alle. Wo sehen Sie denn selbst bei sich noch Luft nach oben? Das heißt, Sie sehen sich perfekt vorbereitet fürs Kanzleramt? Naja, das sind schon große Fußstapfen, die Angela Merkel nach 16 Jahren Regierungserfahrung hinterlässt. Herr Laschet, es war eine Szene, die viele Menschen irritiert hat. Während der Bundespräsident im Vordergrund seine Betroffenheit ausdrückte, haben Sie im Hintergrund gescherzt und gelacht. Sie haben sich sofort danach mehrfach entschuldigt, aber Sie haben im Prinzip nie erklärt, was da eigentlich passiert ist. Aber Sie wollen natürlich ein ganzes Land führen, auch durch große Krisen. Insofern ist das ja nicht ganz unwichtig. War das eine Übersprungshandlung oder ein Ventil? Ich würde das nicht weiter interpretieren. Es war blöde. Und es sollte nicht sein. Und ich bedauere es. Ihre Partei hat 16 Jahre lang das Kanzleramt gestellt. Angela Merkel hat in den vergangenen Tagen selber Defizite zugestanden. Wie kommt es dazu, dass die Union bei dem Klimathema offensichtlich Defizite hat? Haben Sie anderen Themen größeres Gewicht beigemessen? Also ich würde das nicht auf die Union alleine beziehen. Einer aus der Union will ja immer früher sein, schneller sein, konsequenter sein. Sie wissen, wen ich meine. Er fordert jetzt einen Klimaruck und den Kohleausstieg schon 2030. Das Muster kennen Sie. Markus Söder treibt gerne andere durch die Manege und am liebsten Sie. Na, mich treibt er damit nicht. Nordrhein-Westfalen kann das sogar schaffen bis 2030. Wir gehen ja in Gesamtdeutschland voran. Und die nächste Runde kam dann, Stichwort Schlafwagen ins Kanzleramt. Wie definieren Sie denn einen guten Verlierer? Nein, ich spreche sehr häufig mit Markus Söder, auch in diesen Tagen. Wir sind auch in der Steuerfrage eng beieinander. Sie haben aber an anderer Stelle in einem Interview gesagt, es gäbe keine Steuersenkung. Es gibt nur die Zielvorgabe, wenn Entlastung, dann kleine und mittlere Einkommen. Also jetzt nochmal, um es festzuhalten, Sie sind für Steuersenkungen. Wenn sie finanzierbar sind, sind wir dafür, dass dann kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Das ist auch das, was ich gerade mit der CSU ansprach. Bis 2023, das wäre zur Mitte der Wahlperiode, soll diese Entlastung für Familien kommen. Also Steuersenkungen und auch Klimamaßnahmen eingebettet in Wachstum, lerne ich jetzt. Für viele Unionswähler dürfte ja als Thema der Wahlentscheidung genauso wichtig sein, auch
der Zustand der Partei, also wenn man die CDU wählt. Ihr Kollege Günther, CDU, sagt, man solle doch jemand anderen wählen als den CDU-Kandidaten Maaßen. Teilen Sie seine Haltung? Also ich gebe keine Wahlempfehlung für 299 Wahlkreise ab und unterstütze bestimmte Kandidaten, zu denen ich in den Wahlkampf gehe. Und Herrn Maaßen ist das nicht? Ich bin nicht in Thüringen im Wahlkampf, in Südthüringen, also in diesem Wahlkreis. Nun hat gerade die CDU-Fraktion in Thüringen ja als einzige nicht mit den anderen gegen den rechtsextremen Björn Höcke gestimmt, sondern sie haben sich an der Wahl nicht beteiligt, an der Abstimmung. Was sagt dazu der CDU-Vorsitzende? Na gut, das ist aber eine sehr klare Haltung. Mario Vogt, der Fraktionsvorsitzende, hat eine knallharte Rede der Abgrenzung gegen die AfD gehalten. Die AfD muss man bekämpfen. Und insofern habe ich Respekt, wenn andere sagen, wir machen das mit einer Nein-Stimme. Ich finde zu sagen, wir machen euer Spiel hier im Landtag, der die parlamentarische Demokratie auch vorführen will. Das ist die Absicht von Herrn Höcke. Dieses Spiel machen wir nicht mit. Aber wenn Sie eine Impfpflicht ablehnen, steuern wir dann am Ende nicht auf eine Zweiklassengesellschaft hin. Also, aber tragen dann nicht am Ende die Geimpften Lasten mit auf Dauer für die Ungeimpften? Naja, das für die, ist, die sich nicht impfen lassen wollen? Sie beschreiben ein Dilemma, das da ist. Aber in einem freiheitlichen Staat gibt es Freiheitsrechte nicht nur für bestimmte Gruppen. In dieser Phase, in der wir jetzt sind, ist eine hohe Impfquote eine gute Garantie, möglichst schnell zurückzukehren. Aber was ist denn Ihr Pfad dahin? Also wir sehen ja jetzt, die Impfbereitschaft lässt ja nach. Na, das ist unterschiedlich in den deutschen Ländern. Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken, aber nicht jetzt. Aber nochmal, wenn der Kanzleramtsminister heute sagt, getestete Ungeimpfte haben nicht dieselben Freiheiten, sollen nicht dieselben Freiheiten haben wie Geimpfte, haben wir dann nicht am Ende auch eine Impfpflicht durch die Hintertür? Ja, deshalb wird man den Vorschlag auch nochmal erörtern müssen. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass der erste Ministerpräsident doch eine Impfpflicht will. Winfried Kretschmann schließt sie jedenfalls nicht aus. Also wir haben da eine vielschichtige Debatte und mein Ziel ist es, möglichst viele jetzt zum Impfen zu ermutigen. Freiwillig und mit Anreizen, aber nicht mit Zwang. Welche Anreize? Ja, wir haben ja jetzt schon viele Aktionen, die überall gemacht werden. Ich glaube, je mehr Kreativität man walten lässt, Menschen zum Impfen zu ermutigen, desto besser ist auch die Chance, dass wir die Herdenimmunität erreichen. Wie ist der Ablauf dieses Interviews? Zunächst wird Laschet hart befragt, auf persönlicher Ebene. Die Fragen sind durchaus trickreich und Laschet muss schlagfertig sein. Er könnte sich hier sehr leicht auf den Hosenboden setzen und eine schlechte Figur machen. Das soll der Zuschauer auch merken. Und der Zuschauer ist sich dessen auch ganz sicher bewusst. Es soll gezeigt werden, wir sind kritisch. Wenn Armin Laschet bei der Rede Steinmeiers hinten irgendwelche Sachen macht, dann wird er damit konfrontiert. Er kommt damit nicht davon. Die Öffentlich-Rechtlichen, sie blenden das nicht aus. Das wird ganz groß hervorgeholt. Und Laschet, ja, er muss sich jetzt hier bewähren. Und das ist auch so. Warum machen die Öffentlich-Rechtlichen das? Sie stärken damit ihre Glaubwürdigkeit. Der Zuschauer denkt sich, ja klar, die Rechtspopulisten, was erzählen sie? Die Medien, sie sind doch kritisch, wir sehen es doch jetzt hier live. Laschet hat es hier nicht einfach. Was der Zuschauer nicht merken soll, ist, dass es nur auf personaler Ebene ist. Es ist das gleiche wie bei Baerbock. Baerbock wurde auch nur auf persönlicher Ebene scharf befragt. Nicht aber wurden die entscheidenden Narrative hinterfragt. Und hier ist es genau das gleiche. Ganz im Gegenteil ist es so, dass Theo Koll hier Meinungen als Fakten verkauft. Nicht mit den anderen gegen den rechtsextremen Björn Höcke gestimmt, sondern sie haben sich an der Wahl nicht beteiligt. Er setzt hier gezielt Narrative und stellt das einfach so hin. Zumindest der Zuschauer soll den Eindruck haben, er wäre einfach so überzeugt. Das wäre vollkommen klar. Da gäbe es gar nichts mehr zu diskutieren. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, der Rechtsextremist Höcke, dann soll der Zuschauer denken, ja, das ist halt so klar, da denkt er gar nicht mehr drüber nach, das ist einfach so selbstverständlich. Genau das Gleiche mit der Impfung, dass es die Leute alle unbedingt geimpft werden müssen, damit es keinen Lockdown gibt. Er sagt das auch mit einer Selbstverständlichkeit und er setzt damit auch Laschet unter Druck. Wer ist hier der Mächtigere, Laschet oder Theo Koll? Und es ist natürlich Theo Koll.
Man kann es auch spüren, wie Laschet den Eindruck versucht zu verwischen, er wäre ein Populist oder er würde was falsch machen, er wäre leichtfertig. Theo Koll sagt zum Beispiel, beim Klima hätte die CDU keine gute Figur gemacht. Er verkauft das auch als Fakt, dabei ist es ein Narrativ, das er etabliert. Es ist das Narrativ der Klimakatastrophe. Wo Theo Koll so tut, das ist selbstverständlich, da gibt es keine Gegenargumente. Er tut so, ja, das ist klar. Das ist einfach selbstverständlich. So soll es der Zuschauer wahrnehmen. Gleichzeitig verschweigen die Medien ja den Leuten die entscheidenden Fakten. Die Leute sollen nicht merken, dass er hier unkritisch ist oder dass er hier eine Meinung verkauft. Das passiert geheim. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass es später im Interview ist. Es plätschert alles so dahin und dann kommen plötzlich diese Frames, die etabliert werden. So beiläufig erscheinend. Das macht einen Frame stark. Wenn Theo Koll nicht sagt, ich bin jetzt hier als Medium der Meinung, es gibt eine Klimakatastrophe. Oder ich bin der Meinung, Höcke ist ein Rechtsextremist. Sondern wenn er beiläufig das sagt, als wäre es selbstverständlich, als würde er gar nicht dran denken. Dann ist es stark. Dann wirkt der Frame. Und natürlich wirkt der Frame, wenn es rund um die Uhr wiederholt wird, wie es bei den Öffentlich-Rechtlichen ja der Fall ist. Überhaupt bei den ganzen großen Medien. Das wissen Sie auch ganz genau, rund um die Uhr von vielen Leuten über eine lange Zeit. Diejenigen, die nicht beständig die Öffentlich-Rechtlichen konsumieren, sie können vielleicht nicht mehr verstehen, wie stark die Wirkung ist. Ich merke das ja, weil ich öfters für meinen Kanal diese Medien konsumiere, weil sonst würde man sich das ja nicht antun wollen. Man versaut sich seine Zeit, das ist einfach negativ, das zu konsumieren. Aber dann merkt man erst, wie stark die Wirkung ist. Das ist auch das logische Denken mit der Zeit, dass es übertönt wird. Man kommt ins Grübeln, man stellt sich die Frage, das sagen doch alle, da muss es doch irgendwie stimmen. Die Logik wird ausgeblendet. Und das können sich viele Leute nicht vorstellen. Und die Leute können sich auch nicht vorstellen, das ist eigentlich das Entscheidende, das Motiv, mit welcher Entschlossenheit die Medien arbeiten, die Linksradikalen in den Medien. Wie sie ihre Narrative vorantreiben. Weil die Leute denken sich, ja, was soll das denn? Warum machen die das denn? Wir können nicht verstehen, warum Menschen was machen. Wir können auch nicht verstehen, warum Hitler das gemacht hat, was er gemacht hat. Wir müssen Dinge manchmal einfach zur Kenntnis nehmen und müssen sie so akzeptieren, wie sie sind und uns nicht schönreden, nicht sagen, es darf nicht sein, was nicht sein kann oder es kann nicht sein, was nicht sein darf. Einfach weil es unlogisch erscheint, kann die Realität nicht so sein, wie sie ist. Also sozusagen, die Leute verfälschen die Realität, weil sie ihnen nicht logisch erscheint. Und diesen Fehler darf man nicht machen. Man muss der Realität ins Auge sehen und einfach für sich zur Kenntnis nehmen, ich kann nicht alles genau verstehen. Ich kann jetzt Mutmaßungen machen, warum die Leute das machen. Ich habe ja auch schon Videos dazu gemacht, warum diese Leute möglicherweise das tun, was sie tun. Aber warum es genau so ist, das weiß ich nicht und das kann man auch nicht wissen. Der Mensch ist zu kompliziert, als dass wir ihn durchschauen können. Umso mehr müssen wir aber die Realität zur Kenntnis nehmen und müssen den Grund dann im Zweifel eben ausblenden. Uns greift ein Feind an. Und wenn wir überleben wollen, dann müssen wir kämpfen. Und dann hilft es nicht zu sagen, ja, warum greift er uns denn an? Wir haben ihm doch gar nichts getan. Wir sind doch eigentlich ganz nett. Das ist tödlich, wenn man jetzt das einfach laufen lässt und sich der Realität verweigert und sich die Realität schönredet. Genau darauf spekulieren die Öffentlich-Rechtlichen, überhaupt die Medien, diese Linksradikalen. Und das macht sie extrem stark. Dass die Leute nach 50 Jahren so ja, ein bisschen arglos geworden sind, nicht mehr Gefahren sehen. Sich denken, ja, wir sind doch alle nett. Und das verbreiten ja auch die Medien, die Linksradikalen. Die Grünen verbreiten das Narrativ, wir sind ganz gefühlvoll, wir sind nett, wir sind die Allernettesten, wir sind die Allerfriedlichsten, wir sind die Allerbesten. Dem sollen wir auf den Leim gehen, wir sollen arglos sein. Die Linken, das ist ja auch schon im Namen drin, zumindest die Linksradikalen, das Links-Rechts-Schema taugt eigentlich sowieso nichts, aber sie sind link, sie legen einen rein und das darf man nie unterschätzen. Wir müssen wachsam sein. Dann kann uns nichts passieren. Aber viele Leute sind leider nicht wachsam. Der Großteil der Bevölkerung ist nicht wachsam. Und das ist das Problem. Und wir müssen diese Leute, die Sinne dieser Leute schärfen, sie aufklären und ihnen auch zeigen, es gibt eben Leute, die sind einfach böse.
Oder es ist nicht einfach selbstverständlich, dass hier alles gut läuft. So ist das nicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.